So, hallo, willkommen. Wir werden heute bei AwhaleCheck einen Buchungskalender erstellen. Das ist eine Seite, die ich entdeckt habe, wo ich natürlich sagen muss, dass es alles in Englisch ist, aber es ist sehr, 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 sehr einfach zu bedienen. Deswegen will ich euch das gern mal zeigen, wie man dort einen Buchungskalender erstellt. Die Seite heißt www.awhalecheck.com. Dort gehen wir drauf und werden uns dort einen kostenlosen Account erstellen. Ich habe das ja hier schon mal gemacht. Ihr seht das schon. Ich habe hier mir schon diesen Account hier erstellt. Meine Hordaland-Ferienseite. Ihr macht euch das dann auch. Account erstellen. Und dann loggt ihr euch ganz normal in euer Kalender-Dashboard ein. Dann sieht dieses Dashboard dann so aus. Ich zeige euch mal, was ich hier schon für Kalender habe. Ich habe hier schon Gazas und Julie, Panorama und Fjordblick. Du kannst bis zu 5 Kalender kostenlos erstellen. Auch dann kostet es Geld. Deswegen hier die Update auf Account. Jetzt habe ich schon 4, also einen kann ich jetzt noch erstellen. Hier kann ich meine Ferienhäuser auswählen. Hier könnte ich meine Ferienhäuser auswählen und könnte nochmal diesen Code erlesen, wenn ich das jetzt möchte. Wenn ich diesen Code nochmal einsehen, dann könnte ich jetzt in dem dritten hier, könnte ich die Schnellstart auswählen. Und könnte hier mir zum Beispiel eigene Kalendertermine, wenn ich zum Beispiel ein Haus blocken will, kann ich mir das hier selber eintragen in diesen Datumskalender. Na, dann wähle ich das hier aus, reserviert, gebucht. Ansonsten geht das automatisch, je nachdem, wenn einer anfragt, wird das dann automatisch in diese Kalender eingetragen. So habe ich mir den Kalender hier jetzt ausgewählt. Und wir werden jetzt mal hier einen erstellen. Wir gehen jetzt hier auf Create a New Kalender, also einen neuen Kalender erstellen. Das ist wirklich ganz, ganz einfach. Wir lassen es hier auf die klassische Einstellung. Das sind diese 12 Monate. Und dann sehen wir praktisch 12 Monate und können dann scrollen. Das ist die Headline. Das heißt, das ist mein Thema. Da würde ich jetzt zum Beispiel Buchungskalender hinschreiben. Buchungskalender und den Kalender würde ich dann den Namen geben des Hauses, wo ich den Kalender erstelle. So, mein Buchungskalender heißt jetzt Ferien. Aus Lilly. Und hier müsst ihr dann eure Kontakttelefonnummer eintragen, damit euch die Kunden dann erreichen. Das ist in dem Fall die +47 482 Das tragen wir dann hier ein, den Header-Text. Könnt ihr auch noch mal komplett schreiben. Buchungskalender. Das lassen wir alles so, wie es jetzt hier steht, mit diesen Monaten. Und dann können wir hier eigentlich schon auf Kalender kreieren. Okay. Und dann haben wir hier diesen Code. Den kopieren wir uns jetzt ganz einfach. Hier geht er los. Bis hierhin. Einfach den Code hier kopieren. Jetzt wechsle ich mal kurz rüber in meine Webseite. Hier ist schon der Buchungskalender für das Haus Gazasund. Dann sieht man hier schon die Termine, die dann die Kunden auch eingetragen haben, wo das Haus dann geplant ist.
Und wir erstellen jetzt hier mal eine neue Seite. Kann ich mal einen neuen Tab öffnen? Genau, die erstelle ich jetzt hier und nenne die Buchungskalender aus Lilliö. So, jetzt haben wir ja den Code, den wir uns eben gerade kopiert haben, den haben wir ja jetzt noch. Den würde ich jetzt hier in den Texteditor, also schön aufpassen, dass ihr in dem Texteditor seid. Den müsst ihr dann hier eintragen, also einsetzen sozusagen. Dann ist er hier und wenn man sich das mal jetzt in der visuellen Ansicht anschaut, sieht er jetzt ganz einfach so aus. So sollte es dann sein. Ne? Der wird dann quasi so in die Seite dann integriert. Das ist eigentlich wirklich super und simpel. Einfach. Das wäre jetzt so die Maßnahme, die ich hier gemacht habe. Ich zeige euch das nochmal live auf meiner Seite. So, ich habe gerade festgestellt, dass ich die Buchungskalender direkt in das Ferienhaus ja integriert hatte. Also gehen wir da nochmal hin. Und dann findest du hier dann, hier geht es zum Buchungskalenderhaus Gasasund. Genau, und da findest du dann hier die Buchungskalender. Und da siehst du eben auch, wie weit das hier alles schon ausgeruht ist und ausgebucht. Und so habe ich das dann bei jedem gemacht. Hier Haus Panorama. Hier geht es zum Buchungskalender Haus Panorama. Und dann kann ich hier klicken und bin dann hier Buchungskalender. Wenn du natürlich jetzt diese Seite, die du vorhin dir erstellt hast, einfügst, dann musst du das in den Menüs dann auch noch so angeben, dass du das hier verknüpfst quasi mit dem, hier diesen Link reinmachen zu dem Buchungskalender. Aus Schöli. Genau, da ist das alles hier drin. Okay, jetzt habe ich mir meinen Beitrag wieder gesucht, dieses Haus Fürklick. Und hier kannst du dann quasi den Link zu dem Buchungskalender hier eingeben oder machst eine extra Seite. Das ist dir überlassen. Ich mache das jetzt mal hier so rein. Hier geht es zum Buchungskalender. So, und dann machst du dann hier das. Zeichnest du den Link und suchst dir dann hier den Buchungskalender aus von dem Haus Fürklick. Buchungskalender Haus Fürklick. Genau. Link einfügen. Aktualisieren. Jetzt schauen wir nochmal, ob es funktioniert. Beitrag ansehen. Hier geht es zum Buchungskalender. Und voilà, dann ist es hier da. Also das ist jetzt eine Möglichkeit, wo ich jetzt sage, das ist eigentlich ganz einfach, weil wie gesagt, dieses Aware-Check, dieses ist ganz einfach zu bedienen und wie gesagt, bis zu 5 Häuser sind halt frei. Dann kann man das doch mal hier mit probieren. Gut, es ist hier alles Englisch, aber es ist wirklich ziemlich selbsterklärend. Ja, dann hoffe ich, dass euch das weitergeholfen hat. Mein kleines Tutorial. Und ja, wünsche euch noch alles Gute und probiert es einfach mal aus. Danke, ciao.